zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch das Unboxing von der Glossy Box August 2020. Und ich sage Happy Birthday an Glossy Box, denn das ist der Geburtstagsmonat. Die werden 9 Jahre alt. Ich selbst bin schon bestimmt seit 7 Jahren Kundin und freue mich total. Die Box gefällt mir schon mal vom Design richtig gut. Ich bin mega gespannt, was da für Produkte drin sind. Und wenn ihr es auch seid und auch eine gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Also ihr Lieben, kurz ein paar kleine Fakten zu der Box. Sie kostet ja 15 Euro im flexiblen Abo. Ich habe wie immer diesen 3 Euro Rabattgutschein. Da könnt ihr 3 Euro auf eure erste Box sparen. Könnt ihr mal ausprobieren, bekommt sie dann quasi für 12 Euro. Wenn ihr ein Jahresabo abschließt, geht der Preis allerdings sowieso schon runter auf 12,50 Euro. Und das lohnt sich eigentlich am meisten. Meistens sind es Produkte im Wert von 50 Euro drin. Ich setze euch die Links einfach mal unten in die Infobox rein, wenn euch das interessiert. Ich selbst habe ein Jahresabo bei Glossybox. Die Box wurde mir jetzt vorab zugeschickt, damit ich sie euch schon mal zeigen kann. Denn ich meine, die Boxen werden erst Mitte des Monats verschickt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, aber so seht ihr schon mal, was ist da drin. Ich bin selber total gespannt. Und ich habe auch gehört, die launchen diesen Monat eine richtig coole eigene Kreation. Auch davon wird ein Teil drin sein. Das heißt, ich bin mega gespannt und wir gucken uns das Ganze an. Ich blende euch dazu vielleicht auch noch was ein. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Also ihr Lieben, an dem Tag, wo ich das drehe, ist, glaube ich, der heißeste Tag in Deutschland. Naja, wir werden sehen. Wenn ich jetzt herlaufe, wisst ihr Bescheid. Also ich mache die Box mal auf. Ich finde, das ist total süß, denn die Schleife geht nicht drumherum. Die ist nur quasi im Deckel. Und dann gucken wir einfach mal rein in die gute Box. Jeder bekommt ja immer so ein bisschen Abweichungen, was da drin ist. Es können also immer ein bisschen unterschiedliche Produkte drin sein. Gerade bei Glossy Box, ich glaube, die haben 5, 6, 7 unterschiedliche Varianten. Und ihr könnt halt eine Möglichkeit auch gewinnen. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. So, ich mache das Ganze auf. Oh, das sieht gut aus. Sehr gut. Schaut mal, richtig viele Produkte. Ich bin mega gespannt. Es sieht voll interessant aus. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Produkt an, was ich hier so sehe. Und es ist von einer Marke, die mega hochwertig ist. Von Ciate ein Extraordinary Translucent Powder. Das kann ich richtig gut gebrauchen, denn gerade im Sommer ist es total wichtig, dass man sich so ein bisschen abpudert und dass es vor allen Dingen nicht so ein heftiges Puder ist, wenn man schwitzt, dass es nicht cakey wird und dass man aber trotzdem immer mal wieder seinen Glanz, sag ich mal, nehmen kann. Und mit einem Translucent Powder geht das eigentlich am besten. Das ist Talc-Free Oil Absorbing Bamboo Extract Moisturizing Hyaluronic Acid. Hört sich richtig gut an. Großzügig auf Bereiche mit Concealer auftragen, um Make-up zu baken und auszuhärten. Okay, 3 bis 5 Minuten auftragen lassen und Überschuss abwischen für einen Soft Focus Finish. Okay, baken mache ich jetzt nicht, dafür bin ich zu alt, weil das Problem ist, dadurch werden die Fältchen noch mehr betont. Bei mir funktioniert das nicht. Wenn ihr aber eine super fettige Haut habt, könnte das was für euch sein. Also wirklich quasi richtig großzügig Puder aufzustäuben und das dann ein bisschen einwirken zu lassen, zu baken quasi und dann den Überschuss abzuwischen. Aber ich nehme immer nur ganz wenig Puder und das funktioniert genauso, creased auch nicht. Kommt halt wirklich auf euren Hauttyp drauf an. So sieht das aus. Ciate ist so eine Marke aus London, die ist super hochwertig und da freue ich mich total. Das sieht auch mega süß aus, ne? Muss man sagen. Cool. Ja, also es ist halt, wie gesagt, transparent, eine schöne Geschichte. Werde ich demnächst einfach mal in einem Make-up-Try-On ausprobieren. Das heißt, folgt mir vielleicht auch auf Instagram, weil da mache ich sowas auch mal schneller als jetzt in einem YouTube-Video. So, das ist Produkt Nummer 1. Dann haben wir hier für eine softe Haut ein Coffee Scrub Exfoliating von MindTen. Man soll ja immer, bevor man Selbstbräuner nutzt, erstmal ein Peeling machen. Dafür finde ich sowas super. Aber man kann natürlich auch einfach so ein Peeling machen. Und Kaffee-Peelings sind besonders angenehm morgens, weil man dann richtig wach wird und so einen frischen Kick bekommt. Also das gefällt mir schon mal richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und man kann es auch gut mitnehmen. Es ist eine relativ kleine Größe. Wie viel Gramm hat das hier? 30 Gramm. Aber die ist nicht ganz günstig, ne? Also, teste ich gerne aus. So, dann haben wir hier was, finde ich mega interessant, von Bare Minerals. Eine Original Foundation Puder in der Farbe Medium Beige 12. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle die gleiche Farbe habt oder ob ihr alle auch das gleiche Produkt habt. Aber das ist ja mega süß, dass das so ein kleines Foundation Puder ist.
Denn ich mag das in der Tat total gern. Ich hatte es letztens auch auf meinem Kanal getestet. Ihr könnt das nehmen anstelle von Foundation. Einfach dieses Foundation Puder mit so einem Bufferpinsel einbuffen. Und ich finde es super, dass es in so einer kleinen Größe ist. Dann kann man das mal ausprobieren. Oder man kann es halt auch super gut mitnehmen. Wie viel Gramm sind das? 0,75. Ja, nicht schlecht. Und dann ist es immer wichtig, dass man einfach irgendein Setting Spray oder irgendein Feuchtigkeitsspray drüber gibt. Dann nimmt das so das Puderfinish und das hat wirklich eine sehr, sehr gute Abdeckung. Für den Sommer ist ein Foundation Puder ideal, wenn ihr keine Foundation fürs Gesicht nehmen wollt. Ne? Finde ich gut. Die Farbe könnte auch für mich passen. Ist jetzt natürlich dann immer ein bisschen Glückssache. Ne? Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass ihr ein anderes Produkt als das drin habt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen variabel. So, jetzt kommen wir mal zu dem Produkt, zu dem Highlight, mit dem Glossy Box jetzt ganz neu rausgekommen ist. Und zwar habe ich das nämlich gerade auch erst erfahren. Die kommen raus mit Skincare und die launchen am 12. August. Ich blende euch mal ein, was die alles haben. Die haben Feuchtigkeitscreme, die haben Cleanser, die haben Augencreme, die haben alles Mögliche. Und in der Box hat jeder eine Eye Boost Cream mit einem richtig coolen Wert. Und ich habe auch gelesen, dass Glossybox Abonnenten generell 20% Rabatt auf das ganze Sortiment bekommen. Und die Preise dieser Produkte von der Skincare-Linie variieren so zwischen 12 und 18 Pfund, also bis 20 Euro nicht mehr. So in dem Dreh, ne? Ist der durchschnittliche Preis der Produkte. So stand es in dem Heft. Vielleicht ist es auch immer ein bisschen abweichend, kommt aufs Produkt drauf an. Aber ich finde das mega cool. Ich sage herzlichen Glückwunsch an Glossybox für den Launch. Ich bin total gespannt. Eine Augencreme mag ich immer und ich benutze auch immer Augencreme. Ich weiß nicht, jeder nimmt das, aber ich finde es total wichtig. Gerade damit der Concealer nicht creased, ist es voll wichtig, dass man eine Pflege unten drunter aufgetragen hat. Und ja, freut mich. Reduces the appearance of dark circles and puffiness. Und das ist auch genau das, womit ich zu kämpfen habe. Dunkle Augenringe und auch häufig mal geschwollen. Ja, das bleibt dann leider nicht aus. Und ja, sehr geil, bin ich ja mal gespannt. Okay, das kommt in so einer Tube. Ich werde das einfach schon mal kurz ausprobieren und auch die nächsten Tage mal testen, weil ich doch da sehr interessiert bin. Okay, das ist so eine ganz leichte Gelcreme. Ist komplett geruchslos. Übrigens sind alle Produkte aus der Skincare-Linie tierversuchsfrei. Die sind in Großbritannien, meine ich, hergestellt. Made in the UK, genau. Sind vegan, cruelty-free und wurden wohl entwickelt auf Basis der Kommentare aus diesen Umfragen von Glossybox oder auch auf Basis der Kommentare in Social Media. Das heißt, hochwertige Kosmetik, die wirkt für einen günstigen Preis und mit guten Inhaltsstoffen und ohne viel Shishi drumherum. Also, cleane Verpackung und ohne schlechte Inhaltsstoffe. Finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, die weiteren Sachen davon zu testen. Und eine Augencreme damit zu starten, ist eigentlich absolut genial. Ist für alle Hauttypen geeignet. Hier kommt auch noch eine kleine Beschreibung drin. Und auch die Verpackungen sind wohl alle recycelbar. Wo es hergestellt wird, das ist alles mit Ökostrom und so weiter. Also es ist wohl wirklich eine ziemlich gute Geschichte. Die haben auch noch eine 3-in-1 Feuchtigkeitspflege, Nachtserum und alles Mögliche. Also ich bin sehr gespannt. Der Launch offiziell von den Produkten ist am 12. August. Und dann erfahren wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr und können da noch ein bisschen mehr testen. Finde ich sehr, sehr cool. Haben wir noch ein letztes Produkt. Und ich habe hier was gesehen. Das finde ich ja auch krass, krass, wirklich heftig. Und zwar von Kat Von D, ein Everlasting Liquid Lipstick. Ich meine gesehen zu haben in dem Magazin, dass es auch einen Glimmer Veil geben könnte, dass man so einen schimmernden Lipstick hat. Aber ich habe hier einen Everlasting. In welcher Farbe? Lovecraft. Den könnte ich mir eigentlich direkt mal auftragen, wenn es gut jetzt passen sollte. Ihr wisst ja, ich mag das gerne. Oh ja, cool. So sieht die Farbe aus. Könnte perfekt jetzt passen, so ein bisschen rosé-mäßig, dunkel, sehr gut. Diese Lippenstifte, die halten extrem gut. Ich habe selber einen von Kat Von D in der Farbe Lolita und der ist richtig gut, der passt zu ganz vielen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie mir diese Farbe gefällt. Ich trage es mir einfach mal auf. Das sind wirklich mit eine der wenigen Lippenstifte, Liquid Lipsticks, die super aussehen auf den Lippen, die nicht zu trocken sind. Und wenn ihr die noch nicht probiert habt, ist es ziemlich cool, dass das in der Box ist, dass ihr es mal ausprobieren könnt. Riechen die nach was? Nee, ich glaube nicht. Nee.
Okay, wir probieren es mal. Oh, das ist eine super Farbe. Und mit denen braucht ihr eigentlich auch keinen Lip Liner. Und die Farbe passt jetzt gerade perfekt, muss ich sagen. Man muss den antrocknen lassen und dann bleibt der an Ort und Stelle. Und bei dem brauche ich auch keinen Gloss drüber. Was ich normalerweise schon brauche, damit mir das nicht zu austrocknend ausschaut. Also da freue ich mich total drüber. Augencreme finde ich auch richtig klasse. Vor allen Dingen interessiert mich jetzt, mit was kommen die noch raus? Wie sind die anderen Produkte? Ich habe noch keins von diesen Produkten jetzt ausprobiert. Und ich habe mich jetzt gefreut, dass das jetzt schon gelauncht wird. Die hatten das ja so ein bisschen angeteasert auf der Seite. Die kommen mit was cool. Und das sah schon so aus, als ob es Skincare ist. Und deswegen, ich finde es mega, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn es auf Basis der Kundenwünsche quasi entwickelt wurde. Ne? Dann habe ich hier eine Bare Minerals Foundation drin, den Scrub und auch noch diesen Translucent Powder. Also richtig coole Produkte, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Lippenstift, seht ihr jetzt, wie der angetrocknet ausschaut. Naja, man kann schon noch ein Gloss drüber geben, wenn man möchte. Und dann hält das auch total lange. Da würde ich euch übrigens den von Dior empfehlen, weil der wirklich das Ganze haltbar macht und sich nicht so abträgt und das auch nicht auflöst. Weil ich habe das Gefühl, manche Glosse lösen dann den Liquid Lipstick unten drunter auf und dann wird das so schmierig. Und das ist mit dem hier in der Tat nicht der Fall, ne? Also nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber ansonsten hat es mir super gut gefallen. Ich blende euch einfach mal hier den Gesamtwert meiner Box ein. Und wenn ihr jetzt eine gewinnen wollt, die vielleicht so ähnlich ist, also ich glaube, dieses Augengel wird auf jeden Fall jeder drin haben und den Lippenstift von Kat Von D auch. Vielleicht in einer anderen Farbe. Der Rest ist variabel, wie das immer ist bei Glossy Box. Und aber alleine damit habt ihr, glaube ich, schon einen Wert von 40 Euro. Und ansonsten schätze ich den Wert mal locker auf 60 Euro mindestens. Freut mich mega. Und wenn ihr sie gewinnen wollt, müsst ihr nichts weiter tun, außer natürlich Abonnent meines Kanals sein, dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben, mir einen lieben Kommentar hinterlassen, gerne mit dem Hashtag Glossybox. Und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich lasse es ungefähr bis Mitte August laufen. Dann wähle ich einen Gewinner aus. Ich benachrichtige euch unter eurem Kommentar. Schreibt mir gerne euer Instagram-Profil, eure E-Mail oder sonst irgendwas dahin, wie ich euch erreichen kann, weil manchmal melden sich die Gewinner nicht, ne? Das wäre dann schade. Hier verlinke ich euch nochmal zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und übrigens, ich meine, Ende August irgendwann, Anfang September geht es schon mit den Adventskalendern los. Das heißt, falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall, denn ich werde den definitiv vorstellen. Das wurde in dem Heft auch schon so ein bisschen angeteasert. Wenn ihr die Glossybox bekommt, könnt ihr schon sehen, wie der Adventskalender aussehen wird. Und ich sage euch, es ist genau mein Geschmack. Okay, ihr Süßen, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao.